Bist du bereit, mit mir in den Kampf zu ziehen? Gemeinsam gegen den Greif. Nein, das sind alles Freunde von uns. Wir kennen die alle persönlich. Nein. Nein. Ja, das ist teuer und das ist ein langer Prozess und da gibt es auch einen Music Supervisor dazu. Und Errol hatte das schon von Anfang an in die Bücher integriert. Wir hatten uns schon Songs rausgesucht, aber das ist ein ganz langer Approval-Prozess. Es war schon sehr, sehr wichtig. Also wir sind davon ausgegangen, wir haben die ganze Zeit überlegt, wie kriegen wir den Roman Der Greif, der Sebastian und mir immer viel bedeutet hat, wie kriegen wir den noch persönlicher und noch mehr zu uns selber ran? Wie kriegen wir unsere Handschrift da rein? Wir haben dann einfach gesagt, hey, lass uns doch in unsere Zeit gehen, als wir damals so alt waren wie der Protagonist, den wir jetzt haben, also sprich 16. Und da waren wir dann ganz klar bei den 90er Jahren. Und sind dann wirklich von der Musik ausgegangen, die uns persönlich auch damals einfach begleitet hat, sodass wir selber einfach versucht haben, die Wahrheit über die Zeit, so wie wir es da wahrgenommen haben, einfach schreiben zu können. Und das war dann halt von Sebastian ausgehend eben sehr stark so ein Metal-Einschlag und von mir dann so die Independent-Sachen, Kezia Jones, Pearl Jam, Grunge. Und wir sind beide einfach sehr, sehr musikinteressiert immer gewesen, hatten beide Bands damals und wollten dann eben auch unsere Figuren in diese Richtung erzählen. Ich finde Handys einfach filmisch irgendwie unsexy. Wenn man wirklich eine Serie oder einen Film macht, wo die ganze Handysache im Mittelpunkt steht, okay, aber so, ich weiß nicht, ist nicht so sexy wie analoges Telefonieren. Handys sind immer ein schwieriges Element in der fantastischen Geschichte. Deswegen haben auch in vielen Horrorfilmen und Fantasyfilmen gibt es dann einfach keinen Empfang. Das war ja auch der Gedanke. Beim Greif geht es ja um so einen großen Umbruch im Leben eines jungen Menschen, der auf einmal große Wahrheiten über sich erfahren muss und sich entscheiden muss. Und der große Umbruch unserer Zeit war, das Analoge wird auf einmal digital. Ja, also kein Vinyl mehr, CD, kein Telefon mehr mit Wählscheibe, Computer, Internet. Das waren ja einfach so Umbrüche. Und deswegen hat es eigentlich ganz gut gepasst. Das war uns sehr, sehr wichtig, vor allem eben im ersten Teil der Geschichte. Also ist jetzt gar nicht so, dass wir gesagt haben, wir müssen das unbedingt so machen, aber rückblickend haben wir auch gemerkt, wow, das ist tatsächlich etwas, was wir in unseren Arbeiten immer wieder machen, diese starke Psychologisierung und versuchen, ein vielleicht sogar fantastisches Element einfach mal über die psychologische Variante so ein bisschen zu erden und drauf zu schauen, ob es nicht einen weiteren Aspekt im Erzählen gibt. Aber uns ging es auf jeden Fall nie darum, das irgendwie abzuwerten. Also wir haben Fantasy schon ernst genommen. Es war auch ein Zeichen der Zeit. Ich meine, ich weiß noch genau in den 90er Jahren, dass sehr viele Freunde von mir einfach auch wirklich Probleme hatten. Und wie gesagt, sind immer wieder dran gegangen, haben versucht, die Geschichte so persönlich wie möglich zu erzählen mit Dingen, die wir selber erlebt haben in der damaligen Zeit. Ich glaube, daher kam das, oder, Sebastian? Ja, und es ist natürlich so, dass wenn etwas jemanden beeinflusst, ob das existiert oder nicht, ist ja wurscht. Solange es ihn beeinflusst, hat es eine Auswirkung. Also ob es Geister und Monster gibt, das ist ja nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass du daran glaubst und dass es was mit dir macht. Und das ist ja auch der Konflikt, den Marc hat. Dass er dann irgendwann zurückkommt und sagt, ich brauche wieder Therapie. Es geht nicht darum, was ist real und was ist nicht real, sondern was macht es mit dir? Und das ist, glaube ich, in der Zeit der 90er Jahre, in der wir aufgewachsen sind, wo viele auch Drogen ausprobiert haben und so weiter und dann sich nicht so richtig sicher waren, was real war und was nicht, durchaus auch ein paar Leute hängen geblieben sind, die wir kennen. Und das war uns eben wichtig, das auch mit reinzubringen, dass man nicht stoisch nur sagt, das kann nicht sein, es ist unmöglich, sondern man kann es auch von der psychologischen Seite her betrachten und da ist einiges möglich.
drown my fear. In den Kampf zu ziehen. Till you all just disappear. Ja, das waren wirklich die Ansätze, die uns wichtig waren dabei. Und was halt auch die Schauspielenden einfach, finde ich, sehr, sehr emotional und lebendig rübergebracht haben. Ja, es war für als wir es geschrieben haben, das erste Konzept und so, das war, glaube ich, in der Trump-Zeit auch. Da ging es viel darum, andere zu diffamieren, andere fertig zu machen, andere an Pranger zu stellen. Da war uns sehr, sehr wichtig, diesen Emanzipationsprozess, den man als jungen Menschen macht, dass man den ohne Social Media eben damals in unserer Zeit sehr stark in der Rebellion gegen die Erwachsenen, in der Rebellion der bestehenden Musik ausbrechen, dass man das damals so gelöst hat, sich selbst ein Bild zu machen. Man hatte ja nicht Social Media. Wenn man über den Tellerrand gucken wollte, dann hat man Musik gehört. Ich meine, die ganze Grunge-Seattle-Ära war ja durchdrungen von Künstlern, die gesagt haben, ich meine Kurt Cobain als Galionsfigur, die gesagt haben, es ist mir egal, was ihr mir sagt, wie ich sein muss oder was ich spielen muss oder wie meine Musik ist. Ich mache einfach, was ich möchte und ziehe mich so an, wie ich das möchte. Aber sie haben sich dagegen gelehnt, in eine Schublade gesteckt zu werden. Und das hat uns als junge Menschen natürlich total abgeholt. Und dann haben wir uns anhand der Musik versucht, ein eigenes Bild über die eigene Identität zu machen. Es war schon unser Ansatz, dass wir gesagt haben, lasst uns das so ein bisschen zwiebelmäßig entblättern, eine Schicht nach der anderen, und nicht einfach full on mit einem Sprung in die Fantasy reingehen. Wir wollten halt wirklich versuchen, den Roman so zu adaptieren, dass dieses geerdete, düstere, was der Roman mitgebracht hat, dass wir das irgendwie auch rüberbringen können. Und ein Ansatz war eben, dass wir hingegangen sind und wussten, hey, lass uns doch wirklich versuchen, das Verhältnis zwischen realen Dingen und Fantasy-Dingen so halbwegs 50-50 zu halten. Und lass uns doch ein bisschen mehr am Anfang mit der realen Welt spielen und auch mit psychologischen Aspekten und dann immer mehr die Fantasy-Welt da rein tröpfeln lassen und wirklich immer mehr preisgeben, weil auch eine gewisse Dramaturgie dahinter steckt. Die zwei Welten sollten sich eben auch begegnen. Und dafür musste man beide getrennt kennenlernen. Das hat uns schon auch sehr gereizt, damit zu spielen. Wenn es wirklich eine andere Welt gibt, was wären denn dann vielleicht so Prinzipien, die man dann mitnehmen könnte? Haben die Wesen da schon mal Musik gehört zum Beispiel? Und wenn nicht, wie reagieren sie dann? Naja, wir haben ja unsere eigene Produktionsfirma Dark Horse Film mit André Zoch zusammen, und Sebastian und ich waren wirklich diejenigen, ich meine, absolute Überzeugungstäter in Bezug auf Wolfgang Holbein. Wir sind mit den Romanen aufgewachsen, gerade für Sebastian war der Greif extrem wichtig, und wir haben uns die Rechte gesichert. Es war unsere Mission, ein ganz lange gehegter Traum, und sind dann tatsächlich zusammen mit der Produktionsfirma Wiedemann & Berg an Amazon rangetreten. Und die Resonanz war unerwartet positiv. Ich habe das Buch als Kind gelesen und Errol auch so kennengelernt über Holbein. Wir haben die erste rechte Abfrage 2001, glaube ich, gemacht, wo wir gefragt haben, ob wir es haben können, noch auf der Filmhochschule. Also wir sind schon sehr, sehr lange da dran. Und es gibt das legendäre Treffen mit Philipp Pratt, dem Chef von Prime Video, damals, als er reinkam. Und wir waren natürlich sehr nervös, hatten so eine Mappe gemacht. Und er kam rein und hat gesagt, okay, wo soll ich unterschreiben? Er hat sich nicht vorgestellt, er hat nicht guten Tag als erstes gesagt. Die ersten Worte, als er reinkam, waren wirklich, wo soll ich unterschreiben? Und ich glaube, sowas, it's unheard of. Das war toll, ja. Etwas, was einem oft passiert bei so einer. Und dieses Momentum, dieser Drang von allen Beteiligten, auch Quirin Berg, der Produzent von Wiedemann Berg, hat es als Kind gelesen, der hat das halt fliegen lassen.
Ich würde das mit einem großen potenziellen Ja beantworten, wenn der Greif erfolgreich wird. Die Deutschen sind sehr kritisch gegenüber allem, was aus Deutschland kommt, was vielleicht sich mit amerikanischen vergleichen lassen möchte. Da sind die Deutschen doch sehr kritisch. Wir hoffen einfach, dass die Serie überzeugt, dass die Zuschauer sich darauf einlassen. Und dann wird es mehr Fantasy geben. Und wir haben auch schon konkrete Pläne. Aber da wollen wir natürlich erst drüber sprechen, wenn der Greif auch angenommen wurde. Das liegt unter anderem auch daran, dass die Strukturen, es ist jetzt sehr, ne, sehr, sehr theoretisch, aber ich glaube, dass die Strukturen finanziell sich sehr stark geändert haben, vor allem im amerikanischen Raum, in Hollywood. Das Ganze, der Mid-Sektor, all die tollen Thriller, die man in den 80er, 90er und noch in den frühen Nullerjahren hatte, eben Sachen wie Weiblich ledig, jung sucht, der erwachsene Thriller, der in so einem Mid-Budget Segment zwischen 15 bis 30 Millionen Budget lagen, das gibt es nicht mehr. Diese Filme gibt es nicht mehr. Das Kino hat sich komplett spezialisiert auf Spektakel. Ja, ich glaube auch, dass die alle antiken Stoffe sind Gott, Götter, Dämonen, Gut, Böse. Die Fantastik hat natürlich die Möglichkeit, das Medium Film am meisten zu nutzen. Alles ist möglich, auch jetzt durch die technischen Möglichkeiten, alles ist möglich. Und man will sich entführen lassen in fremde Welten. Wir haben jetzt eben Marvel und Avatar und diese großen Spektakelfilme. Und das ist das, was im Kino zu sehen ist. Das hat sich tatsächlich einfach durchgesetzt. Man kann es bei Herr der Ringe ansetzen, aber viele Leute würden es bei Star Wars ansetzen, wo die Geschichte des Franchise-Films überhaupt angefangen hat. Das große Übel oder die große Erlösung. Die einen sehen es so, die anderen so. Ich glaube, Fantasy, das fantastische Genre, war schon immer da, auch. Ich meine natürlich in unserem Land, in Deutschland, Nosferatu und Metropolis und so. Das ist einfach etwas, was in unserem Denken, im mythologischen Geschichten erzählen, in uns Menschen tief, tief verankert ist. Und da wird es immer ein Verlangen nach geben. Aber heutzutage ist der Fantasy-Film ein versteckter Kriegsfilm. Egal, was du dir anschaust, ob es Game of Thrones ist, Harry Potter, Herr der Ringe, am Ende steht immer die große Schlacht, die große, richtige, gerechte Kriegsschlacht. Und wir wollten beim Greif versuchen, mit einem anderen Ansatz daran zu gehen. Und auch unser Held Mark ist halt wirklich, wir haben wirklich versucht, einen Gegenentwurf zu dem eigentlich typischen Fantasy-Helden, der Auserwählte, der auf einmal die Möglichkeit bekommt, ins Abenteuer zu ziehen und das Richtige zu tun. Und er nimmt es an und er wird ein riesengroßer Held. Unser Mark verbringt halt die meiste Zeit damit, dass er kein Held sein will. Held sein ist furchtbar. Kämpfen, in Gefahr sein, ist was Schreckliches. Manchmal kommt man nicht drum rum und da muss man eine Philosophie dazu finden und damit umgehen. Und das hat natürlich was mit Zeitgeschehen zu tun, ob man will oder nicht. Und so haben wir versucht, das auch anzugehen. Also ja, es gibt da natürlich eine Verbindung. Ich persönlich mag das nicht ganz so gern, wie das Fantasy-Genre mit dem Kriegerischen umgegangen ist in den letzten Zeiten. Ich mag die Filme, ich mag Herr der Ringe. Trotzdem, das, wofür es steht, ist mir jetzt so ein bisschen aufgestoßen in den letzten Jahren. Ich würde fast lieber zurück zu den guten Jim Henson-Zeiten, Dunkle Kristall und Reise ins Labyrinth zurück. Let's slay some fucking demons.